Hallo, liebe Freunde, und willkommen wieder zurück zu Police Simulator, Police Patrol Duty. So, wir wollen mal uns den zweiten Tag uns mal rein widmen. Unsere Rachel hat uns ja am ersten Tag richtig stolz gemacht. Sie hat ja unheimlich gute Polizeiarbeit geleistet, indem sie Parkverbote aufgeklärt hat und, ja. Verkehrsdienst. Wir könnten mal eigentlich Verkehrsdienst mal nach Verdächtigen infizieren. Was ist der Verkehrsdienst? Meldung über mehrere Fahrzeuge falsch parkend. Ich bin so froh, wenn wir das irgendwann mal durchhaben. Der Verdächtige. Weißer Erwachsener, schwarzen Tanktop, roten Jeans, rote Haare, weißer Erwachsener, schwarzen Tanktop. Das ist wieder so ein 1000 Jahre hinter den Leuten hinterherlaufen, ne? Was haben wir hier? Weißer Jugendlicher mit roter Hose, blauer Glatze, schwarzer Erwachsener mit blauem Anzug, schwarze Haare, Verdächtige Infektion und Verhaftung. Verdächtige mit Schusswaffe terrorisieren Bürger. Aha. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Was ist hier? Ah, das ist dieser Grand Park, ne? Das ging, da hatte ich damals richtig schlimme Probleme gehabt. Und zwar, ist das alles total daneben gerockt. Das war so buggy. Das ist eine Nachtschicht sogar. Stellen Sie Strafzettel aus. Komm, wir machen mal eine Verdächtigen-Sache. Warum nicht? Wir nehmen heute mal was Verdächtiges auf. Wir wollen auch mal gucken, ob wir ein paar Verdächtige finden. Dann machen wir heute mal das. Ich hoffe, es ist nicht buggy. So, uns erstmal unsere Ausrüstung erstmal abholen, die wir natürlich brauchen werden. Ah, Junge, überhaupt nicht. Ich rotz da jeden Tag rein und benutze das Ding als Scheißhaus. Damit der nächste Kollege dann ordentlich was zu tun hat. So. Essen Sie nicht und trinken Sie nicht im Auto. Ja, ist klar. Donut for life. So, abrängen. So, die Schießwütigen, die sollen wir uns erstmal vorknüpfen. Erstmal Texturennachladung, ich weiß. So, ich habe grün. Dann wollen wir uns mal angucken, was wir heute ob wir heute ein paar von den Leuten erwischen. Es wird übrigens bald ein, ich nenne es jetzt nicht mehr inoffizieller Nachfolger. Es wird ein, ja, Rennjunge. Uff. Na, warte. Den will ich mir mal durchchecken lassen. So, an die Straße ran. Sehr schön. So, weil die... Ey! Oh. Hi. Sag mal, eigentlich sollte der stehen bleiben, dieses Arschloch. Glück gehabt. Nächstes Mal bist du dran. Und nein, ich fahre nicht wie ein besenkter Irrer. Ich mach ganz normale Polizeiarbeit. Ach, da oben fährt er ja gerade. Unser Opfer. Wir eigentlich auch eine ganz normale Straßenverkehrskontrolle hier vornehmen. Also irgendwas, warte, vielleicht kommt ein offizieller Nachfolger davon. Kein Strafregister. Okay, wir versuchen mal nicht gleich alle Leute wegzurammen. Ich bin mal gespannt, wie der wird. Sollte... So, jetzt müssen wir die Verdächtigen... Genau, sowas hatten wir ja schon mal in der Richtung. Ich glaube, da nehme ich die Außenkamera, sonst sehe ich überhaupt der Dunkelheit hier fast gar nichts. So, also wir sollen ungefähr Leute suchen. Das sind mit Schusswaffen ein bisschen rumrandalieren. Das müssten drei Stück, glaube ich, sein. Ist natürlich auch gerade Nacht. Na, das wird natürlich lustig, aber egal. Polizeiarbeit ist ordentliche Arbeit. Wir riskieren hier alles. Kopf und Kragen, um die Leute zu finden. Mal sehen, ob wir überhaupt mal einen finden. Da bin ich immer schon bei dem Tag hier stolz drauf. Ich bin gespannt, was das werden soll. Das soll auch ein bisschen Storytelling mit drin haben, wie ich es mitgekriegt habe. Aber ich hoffe nicht so ein Autobahn-Polizeisimulator. Das wäre der Horror. So, aber ich gucke mir das auf alle Fälle mal an. Bin mal sehr gespannt, wann es rauskommen wird. 19. Juni war mal kurz zu sehen. Ja, ist dann aber ganz schnell wieder verschwunden, die Nachricht. Schade eigentlich. Jetzt heißt es dann erstmal wieder
Wunschliste setzen und abwarten, ne? Ist ja meistens dann immer so. Jetzt sag mal her, was ist das da für ein komischer Vogel? Ah, es ist auf alle Fälle nicht kein Strafregister. Wir können ja die Leute auch über Strafregister hier drinnen eben schnell raus, finde ich, machen. Wenn wir welche sehen, da hinten zum Beispiel steht einfach einer rum. Oh. Nee, hier fahren wir schon aus unserem Distrikt raus. Okay, wir fahren da hinten aber wieder rein. Irgendwo hier in der Gegend sollen sie sich herumtreiben. Okay. Gut. Wir haben Zeit. Wir müssen uns ja sowieso erstmal unsere Sporen hier verdienen. Manchmal standen die auch so blöde Orte, da fallen die einfach auf, wenn die so doof rumstehen. Ich glaube, der ist gerade einmal um Pudding gegangen, ne? Der mit den roten Klamotten da. Steht da einer? Nee, sah es so aus. So, suchen. Wo könnten die hier in den Distrikt rumeiern? Manchmal sind sie alle auf einen Haufen, manchmal suchst du dich dumm und dämlich, bis du sie gefunden hast. Also hier wird die Musik auf alle Fälle schon mal wieder lauter. Wir fahren nochmal den Bereich hier nochmal ab. Irgendwo muss ja was sein. This is Central. Attention, all units. Ich will kein Casino-Räuber jetzt haben. Ich liebe diesen Soundtrack. Move it, move it, move it. Die Alte dreht immer total bald gleich durch, ey. Das ist bestimmt beim Donut holen. Schnell rein, hol die Donut. Move it, move it, move it. Was soll sonst, ey, nachts los sein hier? Und vor allen Dingen, was machen die nachts draußen? Das ist auch so eine Frage für sich. So. VR würde das Spiel noch richtig Bock machen, glaube ich, nochmal doppelt mehr. Aber damals war das, glaube ich, mit der VR-Steuerung noch nicht so ganz so geil. Was ist da? Aha, kein Eintrag, okay. Okay, kein Eintrag, ein Strafregister. Hier hinten müssen wir nochmal lang. Sieht ein bisschen komisch aus. Ach. So, wollen wir mal gleich aussteigen, ne? Der Herr hier hinten sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, ich rüste mich schon mal mit den Taser gleich aus. Taser? Na? Ich hab doch einen Taser ausgewählt. Radarpistole, Pfefferspray, Taser. So, dann wollen wir den gleich mal... Oh, fällt überhaupt nicht auf, Junge! So, schön langsam, schön ruhig. Ja, ja. So, jetzt will der gleich flüchten gehen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Stop right there. Gut, stehen bleiben. Okay, Officer, please. Stop right there. Don't shoot. Have I done something wrong, Officer? Nein, überhaupt nichts. Du hast Knarre dabei. Do you have anything on you that I should be worried about? What's that supposed to mean? I'm going to have to search your pockets. So. I really wish you wouldn't. Ich wünschte mir, sie würden es nicht. Oh. Naja, Crackpfeife, Munitionspaket, Mobiltelefon, ganz normale Standardausrüstung in Amerika. Tja. Don't make any sudden moves. Hands behind your back. You don't have the right. Get your hands off of me, creep. Central, prisoner transport requested at my current location. Over. Da haben wir ihn doch schon. Okay, bis der hier angekommen ist, ist Weihnachten. So, könnt ihr den schon mal mitnehmen. Ach Gott, nee.
Bis der hier wirklich angekommen ist, ist es wirklich Weihnachten. Hallo? Verstärkung? Nimmt den mal bitte einer mit. Hallo? Boah Gott, was ist hier los? Ihr fahrt doch mal. Gafft hier nicht rum. Fahrt weiter, Leute. Alter, ich krieg einen Grind. Was für eine Verkehrschaos. Das ist nicht vorgerufen durch mein Auto. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Könnt ihr den Jungen nicht so einfach einsammeln? Ihr seid ja gleich da. Nee, durch mein Auto bestimmt nicht. Mein Auto steht hier eigentlich sehr gut. Huhu. Oh Gott, bis die angekommen sind, ist echt Weihnachten. So, viel flüchten wird der junge Mann ja sowieso nicht mehr. Da kommen sie endlich. Endlich. Jetzt war. Oh nein, das glaube ich nicht. Alter, das gibt's doch nicht mehr. Das kann mir keiner erzählen. Ach, ne. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch die ganze Zeit warten müssen, ob wir nicht einfach abhauen können. Normalerweise musst du natürlich am Tatort bleiben und kannst nicht einfach abhauen. Och. Mensch, jetzt fahr, sonst regel ich das gleich. Och, Alter, da hättest du noch dreimal rüberfahren können. Normalerweise sollte ich dich da... Ach, endlich hier. Unser Officer kommt schon irgendwie mit. Der hat auch eigentlich einen Erbarm in der langen Schlange hier. So, einen haben wir. Zu 30% ist der Auftrag hier schon mal abgeschlossen. So. Dann suchen wir mal weiter. Kein Eintrag, okay. Dann sollte ja auch mal seine Kollegen mal ein bisschen filzen. Weil ihr seht also, die fallen schon extrem auf. Ja. Nur halt, mal gucken. Im Tag geht das einfach viel besser. Oh, hier. Schleppdienst kommt auch schon. So, er war jetzt hier hinten. Ich mach mal ein bisschen raus. Ich würde sagen, da haben wir unser nächstes Opfer. Was sagt ihr? Meint ihr, der macht Stress? Kein Eintrag in Strafregister? Willst du mich verarschen? Also, geht doch. Kein Eintrag in Strafregister. Ich glaube, ich spinne wohl. So. So, bleib mal gleich stehen. Das ist die auffälligste Art und Weise, die ich je gesehen habe. Das war wieder so klar. Don't move, habe ich gesagt. Mist, der... So, dem müssen wir jetzt dranbleiben. Oh, ich hasse diese Verfolgungsjagden, weil sich das echt mit Controller und sowas alles wirklich scheiße spielen lässt. Das ist leider ein echter Nachteil hier in diesem Spiel. Klar laufen die weg, das ist völlig okay, aber wenn ich mit dem Taser schon auf die zukomme, Leute, jetzt mal ohne Mist, warum... Den nächsten Taser ich gleich einfach so weg. Da frage ich gar nicht lange nach, da sieht man das ja schon. Die Taser war einfach gleich mal eine Runde weg. Klar, sie sind zum Glück langsamer als wir, das ist das Gute daran. Jetzt müssen wir ein bisschen... Wieder aufholen, 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 aufholen. Wir sind schon fast hinter ihnen. So, jetzt musst du gleich abrupt anhalten. Oh Gott, diese Scheiße. Und dann verzieht sie auch jedes Mal beim Schießen. Das ist nicht das Aim, das ist wirklich, die verzieht wirklich so hart. Da kann ich leider echt nichts dran für. Sobald sie das auswählt, verzieht die so hart. Also der wird nicht stehen bleiben. Hm. Und dann hast du auch noch das Thema auch noch dazu. Das ist so ein krass, echt, ey. Warum kriege ich keine Waffe? Nächstes Mal hole ich gleich einen Taser auf. Ohne Scheiß. Der rennt jetzt hier erstmal 6 Wochen noch durch die Gegend. Könnte ich nicht hier einfach mit dem Auto überfahren? Das wäre auch mal eine gute Idee. So, und das ist das Einzige, was bei diesem verdächtigen Personenscheiß echt manchmal zum Kotzen ist. Wenn die abhauen... Und du rennst denn den ganzen Tag hinterher. Klar, im wahren Leben denke ich mal auch, aber
Da würde ich mit denen eine Knarre draufhalten und gut ist. Nächstes Mal, wie gesagt, gleich weg tasern. Gar nicht lange fragen, einfach mal gleich durchtasern. So, auf der langen Geraden hier hätten wir gleich eine Chance. So, tschüss. Tja. Ist doch Krankenwagen? Glaubt nicht, ne? Echt jetzt? I need immediate medical assistance at my current location. Please send an ambulance. Copy that. An ambulance has been dispatched to your current location. Over. Ach. Scheiß doch drauf. Kommen die schon? So, das war fürs Abbauen, du Pisser. Keine Panik, denen geht's gut. Seht ihr? Alles gut. Total friedlich. Könnte einsacken. Ja, nimmst du mit? Ja, ne? Den nimmst du mit. Ja, trage, ey, Leute. Echt, ey. Ein paar hundert Volt durch den Körper gekriegt. Jetzt übertreibt mal nicht. Den geht's doch ganz gut. Der markiert. Der meint das gar nicht ernst. Oh Gott, ja, jetzt schiebt ihn auch noch ab. Meine Güte, man kann's auch überträumen. Ja, ich glaube, den nächsten hauen wir auch gleich einen Taser durch die Backe. Wie gesagt, dieses Rumlaufen und sowas alles, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir hauen die Jungs gleich einen Taser in die Backe und gut ist. Gar nicht lange das Fackeln. Weg damit. Okay, ja, ich denk mal so, klar musst du zuerst, also Polizeiarbeit hast du eigentlich zuerst, normalerweise erstmal das, erstmal natürlich darauf zu richten und zu warnen, dass er natürlich sofort die Waffe niederlegen soll und dies und das alles. Das gibt's hier leider nicht. Gewinne ich eigentlich auch, habe ich kein Licht an? Manchmal ohne Mist, das meine ich ernst, treiben die sich auch hier in der Gegend rum. Das ist kein Scherz. Hier hätte ich auch schon mal eingefunden. Da stand hier so einer hier in der Gegend herum. Ich bin mal gespannt und das ist ja immer noch, das ist ja eigentlich immer noch der Grund, warum ich dieses Spiel unbedingt weiterspielen will. Für mich persönlich ist es das. Ah. This is Central. Attention all units. Boston City Casino has been robbed. Suspect so. Fleeing the scene in a black Nord GT. Ach, scheiß drauf. Was, verhalten? Scheiß drauf, verhalten. That could have been avoided. Ich hab den gleich erwischt, scheiß drauf. Er hatte definitiv eine Knarre dabei. Kannst mitnehmen. Wir haben aus Versehen einen Unfall, ja. Kannte auch einen sacken. Hab ich die Sache erledigt. So, fertig. Haben wir's doch. So schnell kann's gehen. Der steht erstmal so schnell nicht mehr auf. Na, wusste ich's doch, weil der stand da nicht hinten mit rum und hat mich nicht da. Wo war der Mark? Können wir da? Wenn wir noch mal kurz. Jo. Vandalismus, Körperverletzung, gesuchter Krimineller. Warum soll ich so lange wackeln? Den wieder herlaufen, ne? Gelbe Balken. Ich renne doch nicht 2 Stunden hinter dieser Pissgranate hinterher, nur damit der da wieder aufstehen kann und dann sowieso schon von dem Bullen abgeholt wird. Oh mein Gott, Franz den Jungen endlich ein, ey. Wir haben es heute eilig. Ja, er hat 3 Stück gekriegt. Der soll sich mal nicht so anstellen. Jetzt holt er eigentlich die Trage. Na also. Da fackel ich nicht mehr lange. Da gibt es gleich einen mit den Dings, das drauf und gut ist. So, habt ihr den Penner eigentlich eingepackt? Meine Güte, Leute. Warum kriege ich die nicht? Oder Knarre kriege ich auch nicht. Du kriegst am Anfang wirklich nur den Taser. Also deswegen, ich will unbedingt weiterkommen in diesem Spiel. So, ist auch ein Gewahrsam genommen. Wir haben die Schicht zu 100% erfüllt. Sehr schön. Machen wir noch kurz ein bisschen. Ich will meine Verkehrskontrolle mal durchführen. Mal gucken, ob das auch geht. Ich meine mal, so gesehen hast du echt in dem Spiel deine Freiheiten zu machen, was du willst eigentlich, ne?
Ich will jetzt mal ein bisschen rausfahren. Ich will nochmal... Oder der Nächste, der vor mir auftaucht, bei dem machen wir mal eine Verkehrskontrolle. Wenn ich sowieso hier gleich rüber müssen, ne? Ah. In der Stadt wird das gleich ein bisschen mehr. Ach, hier hinten ist das Casino, was sie meinten, okay. Meine, Nacht sieht das Ding ganz schön aus. Und vor allen Dingen, du kannst doch wirklich sehr viel rumfahren. So, natürlich die richtige Abfahrt hier wählen. So. Den schnappen wir uns. Nee, den da hinten will ich haben. Da werden wir erst eine Verkehrskontrolle durchführen. Ah ja, das ist hier. Das schon sehe. So. Tag, Ma'am. Ganz sachte. Das ist sie gar nicht. Bitte aussteigen. Ey, geht das nicht? Kann ich sonst noch mal eine Verkehrskontrolle hier durchführen? Geht wohl nicht so. Oder muss ich die an... Hallo? Okay, ich wollte gerade sagen, ja. Nein. So, wir machen erstmal das wieder aus. So, wie war das hier? Ach, vergiss das mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Wie war denn das jetzt? Ach, da steigt sie automatisch gleich aus. Ja, ja. Ist ein bisschen wahnsinnig, aber was soll's. Eigentlich könnten wir den Tag schon abhaken, ne? Ich komme noch nicht. Ich habe sogar manchmal so einen Bug. Seht ihr hier? Ey! Immer sachte hier. Ich habe eine Taserwaffe dabei. Also manchmal wird das auch gar nicht richtig angezeigt, dass du einsteigen kannst. So, eigentlich haben wir den Einsatz durch für heute. Wir können eigentlich die Akten beiseite stellen. Besprechung. So, wie war denn das? Hauptmenü? Schicht beenden. Warum nicht? Was sollen wir noch? Schicht beenden, sicher? Ja. So, Tag 2 ist durch. Also wir haben unsere Verdächtigen ja alle festgenommen. So, wir müssen jetzt nur noch wieder zurück zu unserem Police Department hin und dann hätten wir es eigentlich heute. Noch ein paar Kilometer Auto fahren. Und dann hätten wir heute unseren zweiten Tag auch endlich mal durch. Ach, da war das. Das habe ich nicht gesucht. Wo ist denn der Kerl hin? Da werde ich gleich mal was versuchen. Was ist das? Ich wollte sagen, liegt da einer tot auf der Straße oder was ist hier los? Oh. Prostituierte rennen hier auch nicht rum. Ich glaube, dieses Zeichen müssen wir machen, dann halten die Leute an. Na, da wir jetzt hier schon einen halben Kilometer fahren und komischerweise die ganze Stadt genau in der gegengesetzte Richtung fährt, außer der arme kleine Taxifahrer, der da vorne vielleicht unterwegs ist, der heute leider mein Opfer nochmal wird, weil ich einfach herausfinden möchte, ob das jetzt so funktioniert, dass sie dann stehen bleiben würden. So, warte, warte, warte. Dich kriege ich heute noch. Dich kriege ich heute noch. Nein, den will ich haben. Nee. Naja, gut, komm. Schicht beenden. Falschparker hier noch irgendwo auf der Ecke. Obwohl, das zählt alles jetzt sowieso nichts mehr. Aber immerhin... Okay, für den einen haben wir Minuspunkt gekriegt. Kann ich nicht so stehen lassen, tut mir leid. Das geht mal wieder absolut nicht, ne? Erstmal ein schickes Ticket rausholen. So. Und dann geht's auch gleich weg. Central, please check my current location. I'm going to need a tow truck, over.
Ich sag ja, das Spiel hat eigentlich wirklich super Ansätze. Finde ich persönlich eigentlich super Ansätze, wo man wirklich mitarbeiten kann. Also das muss ich euch schon lassen. So. Das war's. Haben wir den auch nochmal gleich zum Abschleppen ausgeholt. Gut ist. Schön. Ah, wieder was Gutes für die Straßenverkehrsordnung getan. Der wird sich jetzt ganz schön ärgern, dass er da... Vielleicht musste er kurz die Medikamente von seiner Frau abholen oder sowas. Aber das wollte sich ganz kurz noch an die Straßen dran stellen. Nicht mit mir. Was ist jetzt? Na komm. Ach, ich glaube, das kommt erst später. Ich weiß zum Beispiel... Ach, stellt euch hier blöd rum, ich hab's eilig. Nachher bei den Verkehrskontrollen wird das auch nochmal ganz lustig werden, wenn wir das nochmal nachher durchgehen werden. Da freue ich mich auch schon drauf, glaub mir. Also jetzt nicht die Parkscheiße, sondern, diese andere Sache da, wo man, Geschwindigkeit messen soll und so einen ganzen Scheiß, das ist auch lustig. Da kann ja manchmal Sachen passieren, da glaubst du im ganzen Leben nicht dran, ja. So, da sind wir auch schon beim Polizeirevier angekommen. Endlich wieder ein schichtreicher Tag vorbei. Und wir haben die Leute auch gleich, also wie gesagt, einfach mal drauf feuern. Aber wir verlieren jedes Mal da oben, seht ihr selber, dieses gelbe Symbol verlieren wir jedes Mal. Obwohl, ey, ich hab da echt keinen Bock, jedes Mal hinter denen hinterher zu rennen, ey. Ich weiß gar nicht, ob sich das danach wieder aufbessert. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal drauf achten, oder ob das wirklich die ganze Zeit über so blaut. So, dann wollen wir uns mal in den Computer setzen und unseren Tag für heute beenden. So, mal sehen, wie unser eigentlich ein Verkehrsdelikt aufgelöst. Genau. Verhalten war 60%. Pff, bitte. So. Abgegeben. Nee, wir behalten den Status wirklich. Alter Verwalter. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal hier bei Police Patrol Duty. Also, bis denn.